Krause-Glucke, eine Wikipedia-Vorlesung. Die Krause-Glucke oder fette Henne ist eine parasitische Pilzart aus der Familie der Gluckenverwandten, deren großer ockergelblicher Fruchtkörper essbar ist und mit seinen krausen Verzweigungen an einen Badeschwamm erinnert. Merkmale: Der Fruchtkörper wird 10 bis 40 cm breit und 2 bis 5 kg schwer. Er besitzt eine blumenkohlähnliche, krause Struktur mit vielen Verästelungen. Er setzt sich aus einzelnen Strünken zusammen, die zwischen sich Hohlräume bilden. Die Färbung reicht von gelblich bis hellbräunlich. In trockenem Zustand ist der Fruchtkörper recht zerbrechlich. Die Basis ist dickfleischig und tritt fast wie ein Blumenkohlstrunk aus dem befallenen Wurzelholz hervor. Das Fleisch ist weißlich, es riecht würzig und schmeckt nussartig. Das Sporenpulver ist blass gelblich gefärbt. Die kleinen Sporen sind elliptisch und glatt und 5 bis 6 mal 4 bis 4,5 Mikrometer groß. Artabgrenzung: Recht ähnlich ist die deutlich seltenere, aber fast ebenso genießbare Eichenglucke. Jedoch entsteht durch deren breitere, oben gezonte Blätter ein weniger schwammiges Aussehen. Ökologie und Phänologie: Die krause Glucke fruchtifiziert am Stammgrund oder an Stümpfen von Nadelbäumen, vor allem der Waldkiefer. Vereinzelt wurde sie auch an anderen Kiefernarten, an Lärche, Fichte und an Douglasie entdeckt. Fruchtkörperschübe können mehrere Jahre hintereinander an fast gleicher Stelle hervortreten. Der Pilz kann mit seinen Wirtsbäumen auf einer Vielzahl von Bodenarten vorkommen, jedoch dürfen diese nicht zu trocken oder zu nass sein. Der Pilz dringt über Verletzungen der Wurzeln oder des unteren Stammbereichs des Baums in dessen Kernholz ein. Dort ruft er bis in geringe Höhe eine intensive Braunfäule hervor, die im Geruch an dem von Terpentin ähnelt. Der Pilz kann auch in Stümpfen mehrere Jahre lang saprobiontisch leben und von dort neue Wirtsgehölze befallen. Die Fruchtkörper erscheinen von Juli bis Dezember, wobei ein deutliches Maximum im September und Oktober zu beobachten ist. Verbreitung: Die krause Glucke ist in der Holarktis meridional bis temperat verbreitet. Sie ist in Asien, Nordamerika, Nordafrika und Europa anzutreffen. In Europa bevorzugt der Pilz die wärmebegünstigten Regionen und ist somit vor allem in Süd-, Südost-, West- und Mitteleuropa zu finden. Nach Norden reicht die Verbreitung bis Nordschottland und in die südlichen Küstenregionen von Skandinavien, vor allem von Schweden. Bedeutung: Vor allem in den ausgedehnten Kiefernforsten Ostdeutschlands ist die krause Glucke für die Forstleute einerseits ein unliebsamer Baumschädiger, für die Pilzsammler aber ein geläufiger und gern gesuchter Speisepilz. Das Fleisch ist roh, etwas knorpelig, der Geruch aromatisch und schwach gummiartig. Zubereitet ist die Glucke bissfest und schmackhaft. Der Geschmack ist dem der Speisemorchel ähnlich. Sie lässt sich auch angeschnitten eine Woche und länger im Kühlschrank frisch halten, aber auch gut in getrockneter Form für Soßen verwenden. Etwas kompliziert gestaltet sich das Säubern des Fruchtkörpers von leicht eingewachsenen Bodenresten. Zur Erleichterung wird der Kopf abwärts in reichlich Wasser getaucht und in dicke Scheiben geschnitten. Den Link zu diesem Wikipedia-Artikel, wo ihr auch Quellen und Einzelnachweise nachschauen könnt, verlinke ich unten in der Beschreibung.